Vielleicht hast du schon von Foursquare gehört. Damit kannst du in jeden Ort mit deinem Smartphone einchecken und so zeigen, wo du bist. Beim Einchecken in ein Café bekommst du Empfehlungen von anderen Nutzern. Wenn du besonders oft oder zum ersten Mal in einen Ort eincheckst, kannst du mit sogenannten Badges ausgezeichnet werden. Manche Geschäfte bieten auch Aktionen an, bei denen du mit Check-ins etwas gewinnen kannst. Oh, das ist aber praktisch, dass ich bei Facebook sehen kann, dass du dich gerade im Café mit jemandem triffst. Deinen Freunden hast du gesagt, du wärst krank. Dann stelle ich das halt aus. So doof bin ich ja auch nicht. Das ist aber noch nicht alles. Auch ich und andere Fremde können sehen, wo du bist. Und außerdem kann ich ein sogenanntes Bewegungsprofil von dir erstellen, sodass ich sehen kann, wann du wo warst. Auch Kriminelle benutzen Foursquare, um zu gucken, wer gerade nicht zu Hause ist. Oh, verdammt. Lass mich in Ruhe. Nein! In den Privatsphäre-Einstellungen von Foursquare kannst du angeben, ob du in der öffentlichen Liste aller Personen, die gerade an einem Ort eingecheckt haben, erscheinen möchtest. Dort kannst du auch angeben, ob zum Beispiel der Besitzer deines Lieblingscafés sehen darf, ob du wieder da bist. Außerdem fragt dich Foursquare bei jedem Check-in, ob dieser öffentlich oder nur für deine Freunde sein soll. Du kannst mit Foursquare auch bei Facebook und Twitter posten, wo du gerade bist. Schau dir deshalb am besten nochmal deine Privatsphäre-Einstellungen an. Tipps dazu findest du auf watchyourweb.de unter Sicherheit in Social Communities. Foursquare ist sehr praktisch, um Tipps an besuchten Orten zu bekommen und Menschen in der Umgebung zu treffen. Außerdem kannst du Badges sammeln und Vergünstigungen erhalten. Allerdings solltest du dir die Datenschutzeinstellungen genau angucken und darüber nachdenken, wer deine Check-ins sehen darf. Überleg dir gut, ob du deine Check-ins auch auf einer anderen Plattform, egal ob bei Facebook oder Twitter, zeigen willst. Und bedenke, wenn du mit deinen Check-ins etwas umsonst bekommst, zahlst du trotzdem mit deinen Daten.